Servus, heute stehen wir im Weizen. Wir haben Stadium 49 bis 51, das heißt die Weizenähren, die Spitzen oben raus. Die Zeit für Maßnahmen, Wachstumsmaßnahmen, Herbizidmaßnahmen ist vorbei. Jetzt schauen wir uns den Blattapparat an. Beginnend haben wir Blattläuse. Ansonsten sieht man dieses Jahr sehr oft, je nach Sorte, nicht parasitäre Blattflecken. Das hängt ein bisschen an der Witterung, das heißt, wenn Pflanzen Stress haben, dann reagieren sie mehr oder weniger, indem sie Flecken zeigen. Darf man nicht verwechseln mit Pilzinfektionen. Hier können wir mit Fungiziden nicht viel erreichen. Genau, die nächste Maßnahme, die ansteht, ist noch nicht ganz sicher. Wir warten jetzt ab, bis die Erde geschoben ist. Kurz bevor der Weizen die Staubbeutel rausschiebt, blüht er. Und in der Phase ist es ein bisschen kritisch. Da kann die Infektion mit Fusarien hier die Qualität einfach extrem verschlechtern. Und da warten wir ab. Ja, Josef, du hast gesagt, es steht eventuell noch eine Ehrenbehandlung an. Jetzt stellt sich mir aus dem Social Media Team die Frage, was brauche ich denn, wenn ich so nochmal so eine Ehrenbehandlung mache und welche Düsen nutze ich dann? Genau, bei der Ehrenbehandlung ist wichtig, dass ich die Erde ganzflächig benetze. Mhm. Mit einer hohen Fungizidkonzentration, das heißt, tendenziell weniger Wasser fahren, hohe Menge auch, weil die Konzentration braucht. Und einfach nur die Erde benetzen. Am besten eignen sie dafür Doppelflachstrahldüsen, feines Tropfenspektrum. Ich will einfach nur den oberen Bereich treffen, von möglichst allen Seiten. Mhm. Und deswegen Doppelflachstrahl. Gut, passt. Danke für die Beantwortung der Frage. Und falls ihr noch Fragen habt, stellt sie uns gerne in die Kommentare.